US-Präsident Joe Biden hat nach der Tötung von 3 US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien Vergeltung angekündigt. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir gestern einen schwierigen Tag im Nahen Osten hatten. Wir haben 3 tapfere Seelen bei einem Angriff auf einen unserer Stützpunkte verloren. Ich bitte um eine Schweigeminute für alle 3 gefallenen Soldaten und wir werden reagieren. Biden machte pro-iranische Gruppen für den Vorfall verantwortlich. Die iranische Regierung wies jegliche Verantwortung von sich. Ziel des Angriffs war ein Militärstützpunkt im Nordosten Jordaniens nahe der Grenze zu Syrien. Nach US-Militärangaben wurden Dutzende Soldaten verletzt. Es war das erste Mal seit Beginn des Gaza-Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas, dass US-Soldaten durch feindlichen Beschuss starben. Der tödliche Angriff nährt die Furcht vor einer weiteren Ausweitung des Konflikts.